Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr mal wieder zuschaut. Es ist Sommer, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Zumindest einigermaßen schönes Wetter. Sommer kann man das in diesem Jahr noch nicht wirklich nennen. Aber auf jeden Fall ist es Zeit, sich ab und zu mal draußen aufzuhalten. Und was brauchen wir dazu? Wenn wir in der Nähe unseres Heim-WLAN sind, in der Regel einen WLAN-Repeater, um das WLAN-Signal nach draußen zu verstärken, auf den Balkon, in den Garten, wo auch immer wir mit der Außenwelt in Kontakt treten möchten. Ja, und da habe ich mir jetzt hier ganz einfach mal was Neues besorgt. Nicht immer das Übliche, sage ich mal, von AVM, sprich aus der Fritzbox-Serie oder von TP-Link oder Netgear irgendwas. Nein, das hier kommt aus China, wurde mir zur Verfügung gestellt von Banggood, einem sehr freundlichen und sehr schnell liefernden chinesischen Online-Shop, für den ich hier ja zwar keine Werbung machen will, okay, vielleicht ein kleines bisschen, aber die haben mir diesen Repeater, wie gesagt, zur Verfügung gestellt und ich möchte euch den jetzt ganz einfach mal völlig unvoreingenommen zeigen. Ich wurde für dieses Review weder bezahlt in irgendeiner Weise noch sonst wie entlohnt, außer natürlich mit dem kleinen Repeater hier. Der wurde mir, wie gesagt, zur Verfügung gestellt. Mich persönlich interessiert es auf jeden Fall sehr, was so ein chinesischer WLAN-Repeater von Comfast jetzt hier in dem Fall für weniger als die Hälfte des Preises von einem AVM-Repeater zum Beispiel oder von einem TP-Link-Repeater hier leisten kann. Wir sehen auf der Vorderseite der Verpackung einige Features. Das Gerät kann zum Beispiel als Repeater natürlich arbeiten, aber auch als WLAN-Access-Point oder als Router. Schauen wir uns später mal an. Wir haben ja hier unten auch eine Netzwerkbuchse dran, könnt ihr auf der Abbildung schon sehen. Und hier sehen wir nochmal die Modellnummer CFWR150N, welche schon auf die maximale Übertragungsgeschwindigkeit, nämlich 150 Megabit pro Sekunde und den verwendeten WLAN-Standard hindeutet, nämlich den N-Standard, beziehungsweise natürlich auch die älteren Standards hier, B und G, werden natürlich auch unterstützt. Der ganz moderne Gigabit-WLAN-Standard AC, der wird hier nicht unterstützt, gibt es allerdings auch von Comfast. Wer das braucht, der wird auch da fündig. Das hier rein für das 2,4 Gigahertz-WLAN-Netz, das ganz standardmäßige. Und ja, so sieht das gute Stück schon mal aus hier mit europäischem Stromstecker. Da müsst ihr natürlich in den chinesischen Online-Shops aufpassen, dass ihr euch das Modell mit dem europäischen Stecker kauft und nicht etwa mit dem amerikanischen oder britischen. Und so sieht das gute Stück aus, sehr stark verspiegelnd hier, da es sich hierbei um schwarze Klavierlackoptik handelt. Aber wir sehen den weißen Aufdruck Comfast und hier unten den Netzwerkanschluss, die AJ45-Buchse neben einem Taster. Ich vermute, das wird der WPS-Schnellverbinder sein, damit wir den Repeater hier auch per Knopfdruck mit unserem bestehenden Netzwerk verbinden können. Auf der Rückseite ein kleiner Sticker mit Modellnummer und weiteren technischen Informationen. Auch cool finde ich, dass wir hier einen sogenannten Wireless Repeater haben. Das habe ich auch noch nie gehört. Also manche chinesischen Firmen sollten auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen bei den Übersetzungen. Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Übersetzung kommt. Die spuckt garantiert auch kein Online- oder maschineller Übersetzer aus. Aber gut, wir wissen, was gemeint ist. Natürlich ein Wireless Repeater. Und wir schauen natürlich auch noch, was im Rest der Verpackung drin ist. Da habe ich hier unten schon was Kabeliges gefunden. Das brauchen wir nicht mehr. Ganz genau, hier haben wir ein standardmäßiges Netzwerkkabel. Was haben wir hier? Qualitätskontrolle auf Chinesisch von Comfast. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ein Quality-Control-Siegel, eine Garantiekarte haben wir hier noch. Okay, das kann ich jetzt hier nur leider mal eben daneben schmeißen. Und was haben wir hier noch? Den Schnellinstallationsguide. Ansonsten ist die Verpackung leer. Hier schauen wir eben rein. Okay, komplett chinesisch. Aber hier sehen wir schon lateinische Buchstaben, nämlich zumindest englische. Ja, chinesisch und englisch scheint das hier zu sein. Also wir sehen hier erstmal die verschiedenen Modi, in denen wir diesen Repeater betreiben können, also zum Beispiel als Access Point, als Repeater oder als Router, wie ich euch das ja gerade zeige. Ich werde euch natürlich gleich die Einrichtung und Nutzung als WLAN-Repeater, also als WLAN-Verstärker zeigen. Ja, und dann die Einrichtung unter verschiedenen Windows-Betriebssystemen hier. Und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt in der Praxis an. Ich nehme das gute Stück jetzt mal mit rein. Optisch finde ich das auf jeden Fall schon mal eine ganz nette Angelegenheit. Schwarze Klavierlack-Optik, kann man sich immer drüber streiten, aber da man so einen WLAN-Repeater ja in der Regel, wenn er einmal montiert ist, nicht mehr so stark anfasst, wie ich das jetzt hier beim Unboxing tue, sollte auch das verschmerzbar sein. Ich gehe jetzt auf jeden Fall rein und konfiguriere das Ganze mit euch und werde dann natürlich auch mal schauen, wie der Repeater sich hier draußen im Garten schlägt.